So, liebe Leute, ja, ihr seid richtig, wir sind mal wieder in Los Santos unterwegs mit GTA auf meinem Kanal. Also das, wurde schon wieder Action mit der Polizei, okay. Markus, du bist auch dabei? Ja, wunderbar. Jo. Du gehst in Stream und ja, mal wieder ein bisschen was anderes als nur Golf, Uno, Rocket League. Dann dachten wir, machen heute mal ein bisschen GTA und ja. Schauen wir mal. Weil was anderes außer Frustschimpferei. Ja, wenn ich ehrlich bin, wenn man so sich die letzten Folgen anguckt, war das echt teilweise sehr frustrierend, was da so abging. Und da dachte ich mir, wir machen mal wieder ein bisschen was anderes. Ich habe die Laterne gar nicht berührt. Nein, einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Eventuell sind die anderen auch irgendwann mal mit am Start. Es dauert auch alles ein bisschen noch und ich hoffe, dass wir bald wieder auch mal wieder ein bisschen mit Ghost Weekend weitermachen. Jo, das hoffe ich auch. Aber das wird wahrscheinlich erstmal noch eine Weile dauern. So, du bist jetzt so irgendwo. Aua. Ja, ich wollte mal, da ist in der Stadt so ein Logo von Solomon. Ich will mal gucken, was der für Missionen hat. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Das ist, glaube ich, Autos beschaffen. Seit dem letzten Mal, wo ich hier drin war, gab es ja wieder Updates und deswegen. Gut, das letzte. Ja, ja. Das letzte Mal, ich weiß gar nicht, was das letzte Mal. Ich glaube, die Bunker-Serie war, glaube ich, mein letztes Update. Nur so nebenbei. Also ihr merkt gerade, ich bin auch ziemlich raus, was GTA betrifft. Das war ja früher mal viel, was wir da gespielt haben. Ich hab in einem Ordner, glaube ich, über 250 Folgen drin. Und die Story habe ich komplett durchgezogen, aber das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, mein Kanal gibt es seit 2013. Ich finde es aber auch interessant, es gibt so viele Leute, ich lese das immer so oft auf Facebook und so, die sich beschweren, ja, PS5, das nächste GTA 5 Update, ja, aber es spielen auch immer noch Leute. Es gibt doch so viele Leute, die das spielen. Also GTA ist natürlich klar, dass die Serie wird nie tot sein. Klar, viele wollen natürlich jetzt auch GTA 6 endlich haben, da gibt es ja auch schon wieder viele, viele Mythen und wieder viele Sachen, die irgendwer gesehen haben könnte, von wegen sollen ja alle Maps zusammen sein, mit GTA San Andreas, mit GTA Vice City und. Ich glaube, es ist aber bisher nie was wirklich Offizielles gekommen. Mhm. Es gab auch zum Beispiel gibt es eine Stelle, was ich letztens gelesen hatte. Es gibt in der Wüste eine Stelle, wo dann quasi in römischen Ziffern VII steht, also dieses 6 steht in römischen Ziffern. Ja, dass das jetzt wieder doch das Gebiet sein soll. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten, bis Rockstar dann irgendwann mal eine Idee bringt und irgendwann mal wirklich offizielle Dinge bringt. Das ist, sind wir mal ehrlich, es ist zwar cool, so Theorien aufzunehmen, aber es ist größtenteils alles Quatsch, was ich schon für Videos gesehen habe, wo hier Leute irgendwelche Bilder an Wänden gesehen haben wollen mit irgendwelchen Darstellungen, was dann drauf schließen könnte, dass es das ist und dass es das ist und es könnte New York sein und es könnte Miami sein und. Ja gut, Miami hatten sie ja mit GTA Vice City, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Es müsste ja Miami gewesen sein. Obwohl ich ganz ehrlich sagen müsste, so ein wie Vice City neue Dings, also jetzt nicht Remake, sondern halt. Ja, immer auch mit Remake. GTA 6 mit GTA 6, GTA 6 mit Vice City Thema. Das wäre natürlich schon geil, so ein 80er-Jahre-Ding. Ja gut, wenn ich ehrlich bin, man kann auch tatsächlich, was GTA was Remakes betrifft, man kann auch vieles kaputt remaken. Manchmal sollte man einfach Dinge original lassen, wie sie jetzt zum Beispiel bei dem neuen Need for Speed gemacht haben. Es ist gut, es ist okay, es macht Spaß, ja, es macht ja, seine Frustmomente, aber hast du mir schon irgendwas geschickt gerade? Nee. Gut, ich habe keine Handy-Nachrichten an. Aber man kann es halt immer auch kaputt machen und das ist halt das Problem. Da bin ich jetzt hier dran vorbei. Warte mal, wo bist du denn jetzt hingefahren? Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Map. Zum Filmstudio hier. Warte mal. Da ist es. Da. Ach, da hinten ist das. Ja, warte, ich sehe es auch schon. Boah, was ist denn das, Solomon? Ich kenne die Spiele natürlich. Die Solomon kenne ich natürlich aus der Story. Da hast du ja diverse Dings machen müssen. Ah, okay, das war das, wo du die Sammlerstücke von diesen Produzenten, die geklaut wurden, wiederfinden musst. Was? Ich habe keine Ahnung, was du gerade vor dir gehst. Ich bin ja, so raus aus diesem Spiel. Irgendwie, ich bin jetzt gerade in sein Büro hier rein, aus der Story, dieser Solomon, den wurde dann diesen Film am Schluss mit Michael Dresdner. Ja, ich weiß. Das dachte ich mir. Da ist hier Polizei und alles und dann kriege ich eine Nachricht, ja, wie du siehst, meine ganzen Sammlerstücke sind geklaut worden.
Bitte beschafft die mir irgendwie wieder oder so irgendwas. Stand du bist noch drin auf jeden Fall. Warte mal, ich komme mit rein erst. Ja, im Zweifel sollte man tatsächlich mit einem Auto fahren. Sammle gestohlenen Filmrequisiten, um Geld in der PC zu sammeln. Bringe ihn zurück, um Bundesbelohnung freizuschalten. Kriege ich die jetzt irgendwie... Du kriegst du hast keine Cutscenes. Du hast nur... Okay, gut. Jetzt nur die Frage, woran erkennen wir die Sammlerstücke? Was ist ja, warte mal gerade. Kurz, also bitte mal. So ja, ich komme mal bitte... Wir nehmen mein Auto oder wir gehen... Ja doch, wir können auch mit meinem Auto fahren, weil der ist gepanzert. Ich weiß nicht, was es so erwartet. Ich vermute, dass wir keine Gegenwehr kriegen. Ja, dass wir gegen mich. Warte mal, kannst du den fahren? Geht das? Ich hab's das freigeschaltet. Guck mal bitte nach. Nee, ja doch, ja. Ja, ja, gut, okay. Ist nochmal alles cool Logo vorne drauf. Das war ein bisschen weiter als ich wollte. Ja, ja, pass auf, der hat ein bisschen mehr Power als die Autos, die du fährst. Wir haben schon, kommst wieder. Ja, weil ich ja, leider gerade den Sicherheitsmann ja, ich ganz hab's schrecklich am Arm getroffen habe. Ja, gut. Warte mal. Es war bestimmt ein Fußballspiel, also wieder hingefallen ist. Keine Ahnung. Einladung, ich krieg schon wieder Einladung ohne Ende von irgendwelchen Leuten. So und so, sie geht vor die Hunde. Es gab noch so eine Sonnenstück zurück und werden sie sehen, wie sie mich. Ja, das ist halt die große Frage. Wonach suchen wir? Was suchen wir exakt? Ja. Ach, Simeon war der mit den Autos. Ja. Salomon war der Produzent, der Filmproduzent. Das Ding ist jetzt aber, ich sehe auch gar keinen Hinweis, also wo die Stücke. Es ist bestimmt wie dieses Papierschnipsel oder UFO-Teile sammeln. Das ist bestimmt. Ja, warte mal, vielleicht Joblist. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Ich bin auch gerade schon in den Nachrichten drin, da ist aber auch nichts gerade. Am besten, ich mache einfach mal eine schnelle Jobsuche und mit Freunde, dann machen wir das mal so. Muss ein bisschen aufpassen, wir haben gleich schon wieder Kopf an der Backe. Ja, ich fahr weiter. This is a humiliation too far. No one in this town answers their own phone. And I'm so, jetzt supposed to be on my own answering machine? Kann ich in Ruhe suchen hier. Okay, es ist nichts wirklich, wo ich jetzt irgendwie mal was finden könnte. Simeon Vita. Ah, hier. Arena-Serie. Matwazo. Ja. Ich erinnere mich an den Typ. Ich mache jetzt einfach mal Kontaktmissionen. Ja, reich. Aber hier ist. Ich habe auch kaum, echt wirklich keinen Hinweis, wo was sein könnte. Weil wenn man mal einen Anhaltspunkt suchen könnte, wüsste, wo man suchen müsste. Ja, irgendein Foto von dem Gebiet oder sowas, irgendwas. Ja, schneller Job eines Freundes, das habe ich gerade schon dabei. Rückführung, schwere Last, aha. Oh. Lobby wird gefüllt. Hast du noch Leute eingeladen oder was? Nein, da sind Randoms wahrscheinlich mit dabei, weil ich kann ja nicht aussuchen, welchen Job ich machen werde. Also ich kann ja nicht aussuchen, ob das nur ein Job für zwei ist oder. Du kannst ja hosten, aber ist egal. Alles gut. Ich gucke mal gerade mal. Dann machen wir's ja, beim nächsten dann. Ich schau mal, ob der tatsächlich was gefunden bekommt. Ja, ob wir zusammen in einem anderen Job sind. Ich sehe gerade nichts, das dauert einen Moment, bis der hier irgendwie was zusammengeladen hat. Das hat das Problem bei GTA, das dauert halt eine Weile. Rückführung, schwere Last. Sind wir zusammen in einem Job? Kann das sein? Ja, da ist dein Auto irgendwo. Okay, was müssen wir machen? Finde einen Cargo-Bob. Okay, gut. Okay. Kannst du fliegen, kannst du nicht fliegen? Warte mal. Na, die Cargo-Bobs sind doch meistens immer oben irgendwo in der Wüste, oder nicht? Ach, unten steht ja. Ich bin in meinem Auto. Ich weiß, dass da auf dem Militär-Dings ist immer einer. Aber ich krieg gerade Weg angezeigt. Hast du den gemacht? Ja, du hast, glaube ich, einen Weg. Nein, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Gut, dann
Bist du alleine im Auto oder hast du einen Typen dabei? Nee, der Typ ist mit hier drin. Ach, scheiße, weil das Problem ist, dass wir jetzt nicht zusammenfahren können. Ja, der hat sich leider schon gleich in mein Auto gestohlen. Naja. Ja, deswegen habe ich meine Auto so nur für Freunde offen. Ist da unten einer oder was? Wo du gerade bist? Ja. Da hat der Typ einen angemacht, der hat sich wahrscheinlich einen Heli geholt, oder? Denke mal. Ja. Nein, hier steht ein Cargo Bob. Warte mal, ich komme mal zu euch. Komm okay. Rein. Ja, bin schon. Okay, bin da. Alles gut. Stiehl ein Zielfahrzeug. Müssen wir nur eins stehen oder müssen wir alle stehen? Merkst du, dann habe ich gerade keine Ahnung. Weil hier stehen vier Buchstaben. Ja, ich kann nicht. Ich habe nur die Markierungspunkte gesetzt gerade. Mehr kann ich nicht tun. Der fliegt nochmal. Bist du das? Nee. Okay, mal gucken, der. Was haben wir denn da? Level 5. Ach Gott, Level 8 ist der Typ. Es ist eh nur eine Reiterer dabei, also so ein. Sehen wir quasi zu. Die Frage ist so ein bisschen. Wenn der fliegen kann, okay. Ich sehe aber auch gar nichts hier unten. Müssen wir raus oder? Ich habe keine Ahnung, der landet voll auf dem Tor. Ich spring mal hier raus. Ja, das ist mir auch gerade zu heiß. Ich hüpfe auch mal raus. Und hopp. Ups, das war nicht gut. Aber gut, die Hecke hat mich abgefangen. Halt. Soll ich ein? Ja. Ich bin bewusst ein bisschen mit rausgekommen mit der Waffe. Warte mal, wenn der das schafft. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus, was er da macht. Ich weiß, was er versucht. Jetzt. Nee, das ist noch nicht dran, nee. Warte mal, ja gut, okay, alles gut. Solange er nicht den Cargo-Bob hochnimmt. Und uns hochjagt. Der ist zu hektisch, das ist alles. Ja, alles gut, der. Weiß was. Jawohl, er hat's. Perfekt. Das ist McLaren, glaube ich, ne? Oder sowas. Das war ein Verfahren. Fahren wir. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Auto. Fahr mal hier bitte links. Hier links. Ah, nicht rechts. Links, zurück. Ich nehme das nächste Auto mit. Fahr mal zu C, bitte. Ja, alles klar. Passt, alles gut. Fahr zurück. Fahr zum Parkplatz. Ich hole mir das Auto. Okay. Ups. Ist das nicht Michaels Haus hier? Nee. Michael wohnt weiter oben. Ja, warte mal, ich muss mal gerade mich um ein bisschen orientieren. So lehne ich gerade, dass ich hier keine Möglichkeit finde, gerade das Ding reinzugehen. Doch, ich bin oben. Da steht der Wagen. Ah. Wenn der clever ist, braucht er nämlich. Scheiße. Ich brauch den Cargo Bob. Du kommst ja nicht raus. Du kommst durch das Tor nicht raus. Jetzt verstehe ich, wo der den Cargo Bob her braucht.
Scheiße. Ist natürlich alles andere als gut, dass er jetzt weg ist. So, ein Auto ist schon mal wieder. Ja, ich stehe mit dem zweiten Auto eigentlich bereit. Ich würde nur gern. Ich will nur wissen, wo der Typ mit dem Handy ist. Da. Ah, fuck it. Ja? Ein Zielfahrzeug wurde zerstört. Ernsthaft? Da hast du ja bestimmt in das Ding reingeflogen. Ja. Dann lass uns rausgehen und ich hoste mal eins nur für uns beide. Ja, nee, aber dann war es nicht doof. Okay, dann hat er nicht mitgedacht, was ich wollte. Ich dachte, okay, du kannst die Autos rausbringen. Ja, der ist, hat den, oder der hat den Heli. Feuermodus erstmal. Oder? Ja. Mir ist egal. Warte, ich komm zurück. Ich weiß auch nicht, ob wir zusammen in einem Level, einem Dings bleiben. Ich denke mal schon. Warte mal.